Und nun zum Geschehen im Deutschen Bundestag. Dort geht es heute früh um die Lage der Krankenkassen. Erhard Schärfer, mein Kollege, hat sich dazu Gäste eingeladen. Er hat mit Blick auf die Krankenkassen, da ist ja von Milliardenlöchern die Rede. Was heißt denn das genau? Wie groß sind denn die Löcher? Das weiß man im Moment noch gar nicht richtig, Hans-Werner Fittkau. Die Rede ist häufig von 17 Milliarden Euro, die im nächsten Jahr fehlen könnten. Aber es gibt auch ganz andere Zahlen, die gehen in die Bereiche von 22 Milliarden oder sogar noch mehr. So richtig fest scheint das auch noch nicht zu stehen. Aber es ist Handlungsbedarf, da ist gar keine Frage. Und deswegen wird heute in erster Lesung über einen Gesetzentwurf zur Finanzierung der gesetzlichen Gesundheitsversorgung im Parlament diskutiert. Wir nehmen ein paar Punkte schon mal vorab und ich freue mich, dass heute Morgen bei uns sind Heike Behrens, die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Und Sepp Müller ist bei uns aus der Unionsfraktion. Da ist er stellvertretender Fraktionsvorsitzender und hat unter anderem das Themengebiet Gesundheit mitzuverantworten. Frau Behrens, was ist der Grund für das aktuell erwartete Defizit eigentlich? Ja, ich glaube, es sind viele Gründe. Das eine ist natürlich, dass wir eine Pandemie nach wie vor zu durchstehen haben, die uns auch im Gesundheitssystem enorm herausgefordert hat und die auch mit dazu geführt hat, dass so manche Reformen, die eigentlich naheliegen, nicht angepackt wurden. Also beispielsweise im Bereich der Krankenhäuser oder auch was eben das Arzneimittelneuordnungsgesetz anlangt, wo wir eigentlich wissen, was zu tun ist. Aber das ist ein bisschen auf die lange Bank geschoben worden am Ende der letzten Legislaturperiode und jetzt muss es angepackt werden. Aktuelle Probleme nennt Frau Behrens, Herr Müller, auf der anderen Seite auch strukturelle, wie beispielsweise die Lage der Krankenhäuser. Sind Sie einverstanden mit der Analyse im Großen und Ganzen? Gut, wir haben das eine Thema, das sind die Krankenhäuser. Wir haben das andere Thema, das ist das Thema Ambulantisierung. Wir wissen seit April von einem Gutachten, dass 2476 Leistungen ambulant durchgeführt werden können. Ich bin das beste Beispiel. Zwei Kreuzbandrisse, das kann man entweder ambulant durchführen oder stationär. Im ambulanten Bereich kostet es die Hälfte. Mhm. Und da müssen wir fitter werden und uns die internationalen Partner anschauen. Das können die besser und in die Richtung muss es gehen. Auf der anderen Seite, soweit ich mich erinnern kann und seitdem ich mich für Politik interessiere, ist immer wieder die Finanzierung der Krankenkassen ein großes Thema. Warum gelingt es nicht, das Ganze mal mittelfristig zu stabilisieren? Naja, wir befinden uns wirklich in der größten Gesundheitskrise, die wir in der Nachkriegszeit hatten. Das muss man einfach schon konzidieren. Aber wir haben auf der anderen Seite wirklich auch ganz grundlegende Probleme natürlich. Wenn die Lasten der Gesundheitsversorgung ausschließlich auf dem Rücken der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler der gesetzlichen Krankenversicherung liegen, dann heißt das natürlich auch, dass Schwankungen beispielsweise im Wirtschaftsbereich, wenn Kurzarbeit gemacht wird, wie wir das in den letzten zwei Jahren ja mehrfach hatten, dann führt das zu Mindereinnahmen in der gesetzlichen Krankenversicherung, während die Ausgaben weiter steigen, demografiebedingt oder auch aufgrund des medizinischen Fortschritts. Und dann muss halt immer wieder neu eine Balance hergestellt werden. Und dieses Mal geht es darum, wirklich ein großes Defizit abzufedern. Die Balance soll hergestellt werden, zumindest sind das die Pläne des Gesundheitsministers, die Sie ja wahrscheinlich mittragen. Ich durch eine ganze Reihe von Maßnahmen, ich sage nur ein paar Stichworte, weil wir das im Detail ja gar nicht richtig erörtern können. Es geht um die Anhebung des Zusatzbeitrages, es geht um eine Extraabgabe der Pharmaindustrie, es geht um einen höheren Steuerzuschuss an den Gesundheitsfonds, der wiederum Geld auszahlt an die Krankenkassen. Es geht um ein Darlehen für den Bund an die gesetzlichen Krankenversicherungen, um Solidarbeiträge der Krankenkassen aus deren Reserven und eine Erhöhung des Apothekenumsatzes. Und Abschlags. Und dann habe ich die Abschaffung der Neupatientenpauschale jetzt fast vergessen, aber dann doch nicht. Welchen Punkt, Herr Müller, würden Sie sagen, ja, das ist gut, dass wir das so, dass die Koalition und das Gesundheitsminister das so angeht? Ich habe am Anfang der Legislaturperiode den Koalitionsvertrag gelobt, dass er unter anderem vorsieht, die Arbeitslosengeld 2 Bezieher und Empfänger 1:1 auszugleichen. Das wären 10 Milliarden Euro. Das steht im Koalitionsvertrag drin. Ich bin etwas entsetzt, dass diese Flickschusterei, die jetzt vorgelegt wird, nicht dazu dient, strukturell etwas zu tun, insbesondere, dass der Koalitionsvertrag nicht umgesetzt wird. Und darum kann ich zu dem Punkt nur sagen, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Das wird uns nicht helfen. Wir brauchen strukturellen Zuschuss. Das ist das Thema Arbeitslosengeld 2 Empfänger. Das habe ich verstanden. Welche von den Punkten würden Sie trotzdem sagen, okay, gut, dass man es angeht? Weil es wird ja auf mehrere Schultern verteilt. Also die Versicherten sind dran, die Apotheken werden zur Kasse gebeten, Pharmaindustrie.
Also wir hören von allen Beteiligten in der Branche, dass es nicht ausreichend ist und diese Punkte sind nicht ausreichend. Ich kann da keinen Punkt rausgreifen, den ich lobend erwähne. Schade. Jetzt haben wir es. Ich will da vielleicht mal einhaken, weil den Ausgleich für die zu geringen Beiträge für die ALG-II-Bezieher wollte die SPD-Fraktion auch in der letzten Legislaturperiode sehr gern mit der CDU-CSU auf den Weg bringen. Und Sie wissen, dass es Ihre Fraktion war, die das abgelehnt hat und nicht gemacht hat. Von daher ist das ein bisschen wohlfeil, wenn man jetzt in der Opposition mit einmal sagt, das, was ihr damals wolltet, das würden wir jetzt mitmachen. Also ich habe gerade überlegt, ob ich Ihnen nicht ein Beitrittsformular für die SPD überreichen sollen. Frau Behrens, ich habe schon darauf gewartet, dass Sie das sagen, aber ich glaube, der Finanzminister, der den Haushaltsplan aufgelegt hat, das ist der jetzige Bundeskanzler und ich habe da ganz andere Informationen, dass nämlich in der Haushaltsaufstellung genau der Bundesfinanzminister Olaf Scholz auf die Einhaltung des Koalitionsvertrages in dem Punkt verzichtet hat. Sie hören das wieder und wieder von uns. Wir müssen die Arbeitslosengeld-II-Empfänger, das sind 10 Milliarden Euro, mit beteiligen. Das ist eine volkswirtschaftliche Komponente und ich kann es keiner Verkäuferin in einem Supermarkt mit 1.500 Euro brutto erklären, warum sie denjenigen subventioniert, der zu Hause sitzt. Das funktioniert nicht. Das ist eine Aufgabe des Staates und da stehen wir an der Seite der Geringverdiener, die jetzt quersubventionieren Arbeitslosengeld-II-Empfänger. Das ist wunderbar, wie Sie das argumentieren und Sie wissen, dass das die Position der SPD-Bundestagsfraktion ist. Dann setzen Sie sich durch. Aber, Herr Müller, erstmal wünsche ich mir, dass Sie sich durchsetzen in Ihrer eigenen Fraktion, denn ich saß ja am Mittwochabend mit Herrn Sorge, also Ihrem gesundheitspolitischen Sprecher, auf dem Podium bei der AOK. Und da wurde er auf das Thema angesprochen und hat er gesagt, das ist eine Einzelmeinung in unserer Fraktion. Also es ist mitnichten die Position der CDU-CSU und das finde ich jetzt nicht ganz in Ordnung, hier den Eindruck zu erwecken, als wären Sie da jetzt diejenigen, die endlich zu den gerechten Beiträgen der ALG-II-Bezieher eintreten würden. Wir stehen jedenfalls dafür und wir werden auch im weiteren Verfahren uns dafür einsetzen. Ich gebe mal noch ein bisschen Input hier in dieses muntere Gespräch. In einem Namensbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung haben Sie Anfang September vorgeschlagen, Herr Müller, die Beitragsbemessungsgrenze anzuheben, aber auch die Versicherungspflichtgrenze. Wie viel Unterstützung, weil ich nehme den Punkt mal von Frau Behrens eben auf, wie viel Unterstützung haben Sie für diese Forderung innerhalb Ihrer Fraktion und in Ihrer Partei? Ich habe Jubelstürme bekommen aus allen Bereichen der Partei. Sie wissen, wir sind eine Volkspartei. Wir wissen auch, dass starke Schultern mehr leisten müssen, als schwache tragen können. Und vor dem Hintergrund gehen wir am Dienstag gemeinsam in eine Klausur und werden die Punkte, die ich vorgeschlagen habe, unter anderem das von Ihnen genannte, aber vier weitere Punkte, auch miteinander besprechen. Und dann sehen wir mal, wie es am Ende ausgeht. Ich muss Ihren Jubelsturm, glaube ich, ein bisschen korrigieren. Ich habe nämlich heute Morgen den bayerischen Gesundheitsminister Holleczek im Deutschlandfunk gehört, der im Grunde gar nicht eingegangen ist auf diese beiden Punkte. Da hat sie quasi zur Kenntnis genommen. Aber dass er sie unterstützt hätte, kann man nun weiß Gott nicht sagen. Eigentlich ist das aber doch eine gute Idee, dieser Vorschlag, abgesehen davon, dass es, ich bin nicht sicher bin, ob die Mehrheit in der Unionsfraktion da tatsächlich steht. Warum ist die SPD da nicht drauf gekommen? Darauf sind wir allerdings gekommen. Wir haben auch in den Koalitionsverhandlungen genau für das Thema uns eingesetzt, weil es völlig richtig ist, wie es Herr Müller gerade dargestellt hat, starke Schultern müssen mehr tragen als die Schwächeren und deshalb ist es überfällig, dass man die Beitragsbemessungsgrenze anhebt. In den Koalitionsverhandlungen war das noch nicht möglich, das mit der FDP zu einen, aber ich denke schon, wenn es jetzt darum geht, wirklich dieses historisch hohe strukturelle Defizit der Kassen auszugleichen, dann müssen wir dieses Thema tatsächlich noch mal auf die Tagesordnung bringen. Aber ich will schon noch mal eins sagen, Herr Müller, weil das hat ja immer auch was mit persönlicher Glaubwürdigkeit zu tun. Und dass Sie zum Beispiel genau zum Jahresbeginn 2022, was man ja Ihrer eigenen Homepage entnehmen kann, in die private Krankenversicherung gewechselt sind, als einer, der eben ein hohes Einkommen hat, da nehmen Sie sich ja quasi aus der Solidargemeinschaft heraus, der gesetzlich Versicherten. Und ich finde, das passt nicht so ganz damit zusammen, wenn Sie jetzt die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze fordern. Dürfen Sie gerne erwidern. Ja, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Das Gute ist, dass wir uns unterscheiden beim Thema Bürgerversicherung. Ich glaube, Ihr System ist ja, dass Sie eine Bürgerversicherung wollen, dass alle einzahlen. Das wollen wir nicht. Wir wollen bewusst, dass beide Systeme nebeneinander funktionieren. Wir wollen nicht das amerikanische System nur privat. Wir wollen nicht nur das britische System, wo ab einem gewissen Alter nur 30.000 Euro für die
medizinische Versorgung zur Verfügung steht. Das wollen wir nicht. Darum möchten wir, dass beide Systeme im System bleiben. Und da brauche ich mich gar nicht verstecken, wie andere Kolleginnen und Kollegen auch. Wir haben eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und da gilt es jetzt, gemeinsam zusammenzustehen. Und da trägt die PKV, die private Krankenversicherung, ihren Beitrag. Und da trägt die gesetzliche Krankenversicherung auch ihren Beitrag. Aber wenn Sie, wie Frau Behrendt sagt, richtigerweise sagen, Beitragsbemessungsgrenze anheben und Versicherungspflichtgrenze annehmen, sind Sie ja trotzdem auf dem Weg dahin. Und das, was Sie, was Frau Behrendt eben auch gesagt hat. Das sind ja nochmal. Also was Stichwort starke Schultern. Das eine ist das Thema Bürgerversicherung und das andere Thema ist, dass wir beide Systeme miteinander erhalten wollen. Wir haben alles auf den Tisch gelegt. Ich glaube auch Vorschläge, die man von der Fraktion nicht erwartet hätte. Das merkt man ja auch an den Reaktionen, die uns dann eher Zustimmung geben. Und wir müssen in einem gesamtgesellschaftlichen Kompromiss jetzt diese Mammutaufgabe GKV-Finanzierung und Krankenkassenfinanzierung an den Weg geben. Wir reichen die Hand auch der Ampelkoalition und möchten diesen Weg gemeinsam beschreiten und freuen uns auf die Einladung, um hier eine Lösung herbeizuführen. Wir werden das beobachten, weil um 9 Uhr auch die Debatte dazu stattfindet. Ich habe nur einen Punkt noch, wo ich Ihre Meinung gerne noch zu wüsste. Es gibt auch Vorschläge aus den Krankenkassen und da ist mir aufgefallen, zum einen wird vorgeschlagen, eine Zuckersteuer einzuführen, weil ja gerade durch Zucker und falsche Ernährung auch das Krankengesundheitssystem belastet wird. Und auf der anderen Seite gab es einen Vorschlag, die Krankenkassen zu beteiligen an Einnahmen aus Tabak und Alkoholsteuer. Wie stehen Sie dazu? Na, definitiv müssen wir in unserem Gesundheitssystem die Aspekte Gesundheitsvorsorge und Prävention stärken, weil wir ja, es muss stärker unser Anliegen sein, das Krankwerden zu vermeiden. Und von daher sind diese Vorschläge natürlich, gehen in eine sinnvolle Richtung. Wie aber die Geldströme am Ende laufen, das muss politisch entschieden werden, darüber müssen wir diskutieren. Aber alles, was der Gesundheitsvorsorge und Prävention dient, ist auf jeden Fall wichtig und da müssen wir noch einen Schritt weiterkommen. Ist Ihre Perspektive, Herr Müller, dabei? Ja gut, zusätzliche Steuern zu erheben, um in das bereits große System einzuzahlen, da mache ich mal ein großes Fragezeichen dahinter. Wir haben strukturelle Probleme, Sie haben einiges angesprochen. Ob da zusätzliche Geldeinnahmen helfen, diese strukturellen Probleme, die da sind, zu lösen, großes Fragezeichen. Wahrscheinlich muss man beides machen, die strukturellen Probleme lösen und trotzdem dafür sorgen, dass die Kassen genug Geld zur Verfügung haben für das, was sie eigentlich leisten sollen. Frau Behrendt, vielen Dank, dass Sie heute Morgen bei uns gewesen sind. Auch Ihnen, Herr Müller, vielen Dank.